Dann geht es jetzt gleich weiter mit dem nächsten Direktor von einem Bundesamt, und zwar das Bundesamt für Statistik, das wir, glaube ich, schon zum wiederholten Mal begrüßen dürfen an einer Transform. Und zwar haben wir heute Professor Dr. Georges Simon Ulrich bei uns zu Gast. Und wie ich schon gesagt habe, Georges Simon Ulrich ist Direktor des Bundesamts für Statistik, und in dieser Kapazität wird er uns heute einen Einblick geben, wie denn das BFS gemeinsam mit der Verwaltung daran arbeitet, Daten sichtbar und nutzbar zu machen und damit eben auch zu einem digitalen Service Public beizutragen. Wir sind gespannt, herzlich willkommen. Ganz herzlichen Dank für diese Einladung. Als ich die Teilnehmerinnen und Teilnehmerliste durchgeschaut habe, danke Matthias für das Zustellen, habe ich gedacht, ich kann ja da gar nichts erzählen, was Sie nicht selber eigentlich besser wüssten als ich. Vielleicht mache ich doch eigentlich besser einen Vortrag zu multivariaten, kausalanalytischen Sachen. Ich denke, hätten Sie wahrscheinlich Interesse daran. Nein, im Ernst, also ich freue mich natürlich außerordentlich hier zu sein. Wenn Sie sich fragen, warum das Bundesamt für Statistik, ich glaube, man kann sagen, dass das, was wir tun, ist ja eigentlich eine Art Produkt. Sie kriegen am Schluss ein Informationsprodukt. Und wenn Sie sich häufig fragen, bei Digitalisierung geht es am Schluss darum, dass ein Kunde etwas hat, dann sind Sie alle Kunden, oder? Weil de facto hat das Bundesamt für Statistik den Auftrag, dass Sie eigentlich zu Ihrem Recht kommen, einen Entscheid fällen zu können auf der Basis guter Informationen. Und ich würde mal sagen, früher war das relativ einfach zu beantworten, weil wenn man eine Statistik hatte, die in Raum und Zeit vergleichbar ist, wo man transparent macht, was die Definition ist, wo man transparent macht, woher man die Daten hat, was sie tun, ist ja ein Datenprodukt, dann konnte man darauf referenzieren. Seit natürlich Daten allgegenwärtig sind, seit mehr oder weniger auch Informationsprodukte oder überhaupt andere Produkte aus Daten entstehen, und zwar aus Daten, die vielleicht ursprünglich sogar zu einem anderen Zweck erhoben worden sind, ist dieser Anspruch nicht mehr ganz so einfach. Denn plötzlich hat man Informationen aus nicht mehr so bekannten Quellen, und dann fragt man sich, was ist denn die Quelle? Und moderne Algorithmen können das nicht mal sagen, weil sie zwar sagen können, wie sie funktionieren, aber sie können ihnen nicht sagen, woher dass die Quelle kommt. Sie wissen schon ein bisschen, auf was ich hier anspreche. Das Bundesamt für Statistik macht ihre Datenprodukte schon lange. Wir sind schon in der Bibel beschrieben, damals die Volkszählung war eigentlich ein erstes Datenprodukt, das da im Auftrag von Kaiser Augustus gegeben worden ist. Es gibt schon Datenprodukte, die vorher da waren. Statistik gibt es schon etwa 400-500 Jahre vor Christus. Aber in der Schweiz angekommen da mit Stefano Francini, einer der ersten Bundesräte, die dann eben dieses Bundesbüro der Statistik gegründet haben, weil er eben wollte, dass es eine Volkszählung gibt. Das war ihm sehr wichtig. Es ging ihm aber darum, dass die Schweiz weiß, wer sie ist, dass sie weiß, wie sie funktioniert. Und das hat sich eigentlich bis heute nicht geändert. Wir haben aber einiges dazu gelernt. Spätestens 1992 gab es das erste KI-Gesetz. Gut, man hat nicht KI-Gesetz gesagt, das war das Bundesstatistikgesetz. Da ging es darum, dass eben in der Digitalisierung nicht die Infrastruktur im Vordergrund steht, auch nicht unbedingt die Idee dahinter ist, dass man dem jetzt einen Namen gibt wie KI, sondern es ging darum, dass man eben regelt, wie kann man mit Daten Mehrwert schaffen. Und zum Schluss eigentlich ein Produkt dasteht wie eine Statistik, das Bundesstatistikgesetz. Es hatte drei Ausprägungen. Das eine ist, dass wir eben Daten erheben dürfen, speichern, weiterverarbeiten zu einem Produkt im Statistikbereich. Das war auch die Voraussetzung, dass wir Daten verknüpfen dürfen. Also, dass man eben nicht für jede Statistik einzelne Daten erhebt, sondern dass man zum Beispiel eben aus einem Register Daten nehmen kann, die verknüpfen mit einem anderen Register, damit man nicht eine separate Erhebung machen muss. Das Zweite, das da drin steht, es ist eben auch nicht nur für Statistik, sondern eben auch für, sind Sie vielleicht überrascht, für die Forschung. Und das Dritte für Planung. Bei der Forschung hat man dazu mal schon versucht zu sagen, ja, diese Daten müssten doch eigentlich dann der Forschung zugänglich sein, dass eben Forschung auf solchen repräsentativen Daten mit Identifikatoren möglich sein soll. Da gab es mehrere Versuche. Diejenigen, die schon ein bisschen älteres Semester hier im Publikum sind, CITOS, war so ein erster Versuch. Wir können gerne darüber sprechen, warum es das heute nicht mehr gibt. Aber man hatte
schon eigentlich relativ früh die Idee, diese Daten viel mehr in Wert zu setzen. Und Sie merken, ich habe bis jetzt nicht einmal über die Infrastruktur gesprochen. Aber natürlich braucht es Infrastruktur, weil damals hat man auch gesagt, gibt es Daten, die wichtiger sind als andere Daten? Ja, natürlich gibt es die. Einwohnerdaten zum Beispiel, dass man weiß, eine Person, ob sie existiert, wo sie existiert, wann ist sie geboren, wo wohnt sie, all diese Elemente, die man in einem Zensus hat, hat man ein Register gebaut, das die Volkszählung abgelöst mit einem Einwohnerregister. Und zwar auch damals eigentlich ein erstes KI-System gebaut, wir haben nicht KI gesagt, und wo man über alle Staatsebenen ein Projekt hatte, das die Daten an der Quelle, nämlich bei der Gemeinde, erhebt, dem Staat zur Verfügung stellt innerhalb des Rechtsrahmens und dann wiederverwertbar wird für ein Produkt, wie zum Beispiel eben eine Statistik. Das heißt, eigentlich haben wir schon ganz viel in diesem KI-Bereich gemacht, aber immer nur in geschlossenen Systemen. Einwohnerregister, Gebäuderegister, Wohnungsregister etc. Und diese Verknüpfung der Daten hat man eine eigene gesetzliche Grundlage gemacht 1992 und man braucht das vornehmlich für Statistik. Ich sage das deswegen, weil vielleicht haben sich die Frage gestellt, warum erzählt denn das Bundesamt für Statistik etwas zu Fragen von Daten? Weil eigentlich ist unser Geschäft eben vielseitig. Daten ist der zentrale Punkt und es gibt ein Produkt, das ist die Statistik. Über das möchte ich gerne ein bisschen sprechen. Das Bundesamt für Statistik hat somit auch drei Aufgaben. Das erste ist die Statistik, das kennen Sie. Das fühlen wir uns verantwortlich von A bis Z. Das heißt, wirklich verstehen wir die Frage, welches Bedürfnis die Bevölkerung hat an Informationen. Dann, welche Definition nehmen wir dafür? Was für Daten brauchen wir? Und wir haben ein Gesetz, das uns vorgibt, dass wir Daten nicht einfach selber erheben dürfen, sondern wenn es das Datum gibt, müssen wir es da holen, wo es eben entsteht. Das hat Vor- und Nachteile. Der Vorteil ist natürlich, dass man ein Gesetz hat. Der Nachteil ist, es gibt auch noch viele andere Gesetze, die dann zum Teil sagen, ja, das ist ja schon schön, dass ihr ein Gesetz habt, aber wir haben eines und das gilt auch und da ist es mir nicht erlaubt, euch das zu geben. Das ist ein bisschen unser Alltag, aber Statistik ist das, was Sie kennen, das, was Sie tun. Seit 2020 haben wir zwei weitere Aufgabengebiete. Das zweite ist die Datenbewirtschaftung. 2018 ist der Bundesrat in einer Extramuros-Veranstaltung ins Bundesamt für Statistik gekommen und hat uns gefragt, auf der Basis einer Motion der FDP, die verlangt hat, dass man das Once-Only-Prinzip umsetzt, was kann man jetzt machen, dass ihr aufhört, immer Daten zu erheben, die schon irgendwo anders erhoben worden sind. Das war eigentlich die Steilvorlage zu sagen, es würde Sinn machen, diese Mehrfachnutzung von Daten, heute würde man vielleicht sagen, Sekundärnutzung von Daten, zu thematisieren und zu sagen, wenn man das nur einmal an einem Ort erheben möchte, dann muss es aber eben auch interoperabel sein, wiederverwertbar für diejenigen, die eine entsprechende gesetzliche Grundlage haben. Interoperabilität, und ich glaube, das kürze ich ein bisschen ab, das kennen Sie besser als ich, hat diese vier Elemente. Erstens technisch, das heißt, jemand müsste eigentlich einen Standard vorgeben können. Sie wissen alle, dass das nicht Realität ist. Man kann das anders versuchen und sagen, es gibt eine Stelle, die Standards macht, das gibt es ja auch, ECH. Aber hier spreche ich natürlich davon, auch Standards zu harmonisieren. Das wäre wie die nächste Stufe und Sie kennen das alle besser als ich. Je nach Datenraum haben Sie für die gleiche Variable einen anderen Standard. Das ist einfach historisch so gewachsen. Somit hat der Bundesrat auch gefragt, kann man das lösen? Und wir haben geantwortet, ich hätte eigentlich 10 Minuten Zeit gehabt zu antworten. Nach 2 Stunden hat man dann uns einen Auftrag gegeben, kommen wir gleich dazu, wo ich gesagt habe, eigentlich haben wir ein Problem, das wir alle haben. Es ist nicht nur, dass wir wissen schon, dass wir unterschiedliche Standards und Formate haben, aber wir wissen nicht mal, was wir haben. Und das ist eigentlich das größte Problem. Das ist ein Problem, das Google, Facebook, Alibaba alle nicht haben, weil sie eine Plattform haben und diese Standards so vorgeben, dass sie das immer wissen. Wenn sie nicht nach diesem Standard operieren, existieren sie nicht. Das kann ein Staat sich logischerweise nicht erlauben. Also haben wir gesagt, das Erste, was wir eigentlich bräuchten, das wäre eine Stelle, ein Data Steward Switzerland oder Data Steward Schweiz, ein Datenverwalter Schweiz wäre zu Deutsch, der sich die Aufgabe macht, Daten visibel zu machen und dabei unterstützt. Und das fand der Bundesrat gut und hat gesagt, bitte Bundesamt für Statistik, das war die Geburtsstunde des NADB, Nationale Datenbewirtschaftung. Macht mal 9 Projekte, zeigt mal, dass ihr das könnt und wenn ihr das könnt, verstetigen wir das weiter. Diese Plattform wurde gebaut 2020, die heißt I14Y. Ich weiß, muss man ein paar Mal sich in Erinnerung rufen, I, das steht für Interoperability, der erste Buchstabe I, der letzte Buchstabe SY und 14 Buchstaben dazwischen, I14Y.
Sinn und Zweck ist, dass sie sehen, was wir haben. Weil Produkte zu entwickeln können sie erst, wenn sie wissen, was sie für Daten haben. Vorher geht das gar nicht. Und diese Daten, da komme ich gleich dazu, müssen eben harmonisiert werden. Der dritte Bereich, den wir haben, und das ist auch ein bisschen das Thema, das heute auf meiner Agenda hier steht, ist das Lernen aus Daten. Weil ich habe einführend gesagt, ein Kunde nimmt das Produkt wahr. Aber hier sprechen wir ein bisschen darüber, wie bauen wir ein System, das diese Produkte denn überhaupt ihr Potenzial ausschöpft. Und ich komme dann ganz zum Schluss meiner Ausführung dann auf ein paar Beispiele, wo ich sage, wie das eigentlich gebaut wird. Aber ich spreche vor allem über quasi diese Wertschöpfungskette, wie Produkte entstehen, die dann für Kunden sind. Ein bisschen zur Erinnerung, ein Datum ist nicht wertfrei. Wenn ich etwas erhebe, habe ich einen Erhebungszweck. Das heißt, er ist nicht agnostisch. Das heißt, automatisch, ein Datum ist nicht für jede Mehrfachnutzung zu gebrauchen. Ich muss wissen, was da drin ist. Wir können lange über den Begriff der Qualität von Daten diskutieren. Qualität heißt, dass ich weiß, was da drin ist. Da können wir noch mehrere Dimensionen von Qualität nehmen. Aber wenn ich keine Transparenz darüber habe, was da drin ist, dann weiß ich ja nicht, was die Aussagekraft dieses Datums ist. Und darum hier am Beispiel, eine Kuh zu messen, ist noch nicht so schwierig. Wenn eine da ist, kann ich sie anfassen. Wenn sie geboren ist, kann ich einen Strich machen. Das ist eine Kuh da. Wenn ich zweitens aber dieses Datum der Kuh im Verhältnis wissen möchte, was ist der Anteil dieser Kühe im Bruttoinlandprodukt, dann ist es nicht mehr ganz so einfach. Ich brauche ein Modell, nämlich das Modell des Bruttoinlandproduktes. Ich habe jemanden, der eine Hoheit für eine Definition braucht. Und dann ist das einen Anteil, den ich aushandeln muss oder sehen muss, wie der Anteil in einem Bruttoinlandprodukt dann niederschlägt. Und wenn es dann weitergeht, das ist das dritte Bild hier, in völlig artfremde Verwendung, die dann gar nicht mit der Zählen der Kuh zu tun hat, sondern vielleicht irgendwie mit Verläufe auf einer solchen Karte und der Anteil der Kühe noch nicht mal genau weiß, was ihr Einfluss ist, dann ist das die nächste Stufe der Verwendbarkeit von Daten. Sie merken, Daten sind für ganz vieles wiederverwertbar, zum Teil auch für Sachen, die wir heute noch gar nicht wissen. Das Wissen darum, wie man solche Daten in Wert setzt, sind vor allem methodische Wissen. Es ist immer, bevor Sie ein Datum haben, ein Methodenentscheid vorher da, der dazu führt, dass Sie überhaupt ein Datum erheben. Irgendjemand hat vorher etwas entschieden. Wenn man so eine Wertschöpfungskette etwas aggregiert anschaut, sehen Sie drei Bereiche. Es gibt den Input-Bereich, da ist die Frage, wer hat eigentlich welche Daten? Kann ich darauf zugreifen? Sind sie für meine Elemente geeignet? Und darf ich sie dann auch brauchen? Die Voraussetzung dafür ist, dass Sie wissen, dass es diese Daten überhaupt gibt und dass sie beschrieben sind. Darum diese I14Y ist ein sogenannter Metadatenkatalog. Es ist die Beschreibung von Daten. Das heißt nicht, dass Sie, wenn Sie das sehen, dass Sie darauf zugreifen dürfen, sondern Sie sehen, was gibt es für Daten, wer hat die Daten, wo hat man sie erhoben, wo sind sie gespeichert, darf ich darauf zugreifen etc. Was wünschenswert wäre, was dann eben auch noch andere Elemente drin sind, sogenannte, man hat die Diskussion über Equity of Data, dass ich weiß, sind diese Daten geeignet, mehrfach nutzbar zu sein, oder sind sie eben gebiased, zum Beispiel, weil sie durch den Erhebungszweck gewisse andere Fragen sich nicht eignen, eine Antwort zu geben. Das, was der Bundesrat beschlossen hat, ist, dass eigentlich hier diese vier Elemente von Interoperabilität auch organisatorisch eingebettet werden müssen innerhalb der Bundesverwaltung. Das heißt, es kann das BFS nicht alleine. Ich habe ja auch kein Gesetz und es gibt keine Verfassungsgrundlage, das zu tun. Man kann sich auch überlegen, ob man das auch wirklich will. Aber er hat dafür Gremien geschaffen. Die DTI, heute Morgen war Dani Markwalder da, der die Elemente von technischer Interoperabilität, organisatorischer Interoperabilität und juristischer Zusammenarbeit, Michael ist glaube ich nicht mehr da, zusammen mit dem BJ zu entwickeln hat. Und das BFS hat die Aufgabe, die semantische Interoperabilität. Dasselbe, quasi in Analogie, möchte man ausweiten auch auf die Kantone. Dafür ist die DVS auch geschaffen worden. Ist ein bisschen komplizierter, weil es 26 Kantone sind, 26 Regierungen. Aber letztlich, das Innovative an dieser Idee ist, und das ist für die Welt, wenn man so möchte, einzigartig, dass ein Bundesrat, 7 Bundesräte entscheidet, wir bauen so etwas für die ganze Schweiz. Ein Metadatenkatalog ist nicht unbedingt sehr innovativ, aber dass wir sagen, wir machen das alle gleich. Ich mache hier ein Beispiel, damit es klar wird, was das heißt. Im BFS, als ich begonnen habe, haben wir zum Beispiel für die Bezeichnung Geschlecht, ich sage jetzt mal ein bisschen eine andere Zahl, aber ich glaube, es waren etwa 20 verschiedene Definitionen. Ist jetzt ein Mann in der Kodierung ein 1, eine 2, ein M oder was ist er? Oder ein X und wie viele Geschlechter gibt es? Es ist egal. Für einen Algorithmus muss es eindeutig identifizierbar sein. Das heißt, die gleiche Beschreibung. Also wir sprechen darüber, es gleich zu machen.
Und wenn Sie sich diese Dimension überlegen, heißt das für jeden Forscher, dass wenn er eine Erhebung macht, er eigentlich auch schauen müsste, gibt es schon ein Datum, das ich brauchen könnte? Und wenn es da eine gibt, müsste ich diese Definition übernehmen. Der zweite Teil ist der Throughput-Bereich. Ich komme da gleich darauf, zuerst noch schnell beim Input. Da geht es also darum, dass man sich überlegt, kann ich die Daten mehrfach nutzen, dass die Daten souverän sind. Ich behalte die Macht darüber. Das ist der Vorteil eines Metadatenkatalogs. Ich gebe nicht die Daten, sondern nur die Beschreibung der Daten. Das heißt, es ist keine weitere gesetzliche Grundlage nötig. Dass die digitale Selbstbestimmung funktioniert, dass ich bestimmen kann, wem ich die Daten gebe oder nicht. Und letztlich natürlich auch, dass der Datenschutz eingehalten wird. Wenn diese Vorbedingungen da sind, braucht es diesen Throughput-Bereich, also dass ich Zugriff habe, dass ich es sehen kann. Dafür hat der Bundesrat diese I14Y beschlossen. Und auf dieser I14Y sehen Sie auch das API-Verzeichnis und die Behördenleistungen. Das ist eine Plattform, die ist operativ. Und man hat natürlich die Daten drauf, die man im Moment mit den gegebenen Finanzierungen überhaupt draufstellen konnte. Und der letzte Bereich ist dieser Output-Bereich. Da geht es jetzt darum, dass Sie das in Wert setzen. Wenn ich das am Beispiel eines ChatGPTs mache, jemand macht einen Algorithmus, der greift auf die öffentlich zugänglichen Plattformen zu, das Internet, wenn Sie so möchten, und der greift wiederum auf Input-Daten zu, die von irgendwoher kommen. Heute ist das natürlich nur im Bereich von Textdaten möglich. Und Sie wissen, dass Textdaten in dem Sinne auch eine gewisse Semantik und eine gewisse Syntax haben. Die Daten, die wir haben, sind aber erheblich mehr als einfach nur Textdaten, die über ChatGPT finden. Das heißt, eigentlich suchen wir nach den gleichen Algorithmen, die aber auf Systeme gehen, die wissen, ob die Qualität der Daten gut ist oder nicht. Und dafür brauchen Sie logischerweise auch diese Identifikatoren. Und das ist das, was das BFS macht mit ihren drei Bereichen. Einerseits ein Produkt, die Statistik, andererseits die Plattform. Und das dritte, das Lernen aus Daten. Da fokussiert das BFS vor allem die Bundesverwaltung mit der Idee, dass wenn eben jemand ein Problem hat mit echten Daten, nicht ein Theorieproblem, sondern wirklich etwas automatisieren will, dass man anrufen kann, ein bisschen zugespitzt gesagt, hatte jemand schon ein ähnliches Problem, dass man sagen kann, ja, innerhalb der Bundesverwaltung, diese Elemente, die wir zusammen entwickelt haben, die Projekte, die wir machen, sind öffentlich, kann man sagen, das könnt ihr auch verwenden und damit auch ein bisschen weniger angewiesen ist auf externe teure Fachkräfte, sondern das selber auch entwickeln kann. Ich habe versprochen, dass ich am Schluss ein konkretes Beispiel mache, damit es nicht allzu abstrakt ist, weil Sie können sich vorstellen, diese Diskussion, die ich jetzt Ihnen hier gezeigt habe, Sie sind ein Fachpublikum, ist nicht ganz so einfach in der breiten Öffentlichkeit. Also muss man es auch konkret machen. Der konkrete Anwendungsfall hier wäre, das ist schon fast die Überleitung dann zu Nasima, die dann zu DigiSante sprechen wird, das Inwertsetzen von Sekundärdaten am konkreten Beispiel. In der Schweiz heute haben wir 26 Krebsregister, jeder Kanton hat ein eigenes, sie müssen eine eigene Infrastruktur haben. Das, was man machen muss als erster Schritt, ist natürlich, dass man eine gleiche Nomenklatur hat. Weil wenn nur jeder weiß, was für Typen Krebs das es gibt, wie viele, wer es ist, wie lange und ob es wegging oder nicht, wenn man so möchte, dann muss ich, wenn ich eine Aussage machen möchte, können über die ganze Schweiz, müssen das alle gleich machen. Also die Nomenklatur und die Interoperabilität von Daten muss da sein. Jetzt, wenn ich aber wissen wollen würde, warum Leute überhaupt Krebs kriegen oder warum das Leute, die keinen Krebs kriegen, keinen Krebs haben, muss ich das verknüpfen können mit anderen Datenräumen. Zum Beispiel eben ein solches Datum verknüpfen mit einem Feinstoffstaubregister oder einem Einwohnerregister oder einem Flussregister. Und ein Algorithmus kann dann Zusammenhänge finden, die ein Mediziner so nicht gefunden hätte. Und genau das ist das, was eigentlich das vierte Paket vorhat. Und Sie sehen jetzt ein so konkretes Produkt, ein Forschungsprodukt, kann nur deswegen funktionieren, wenn die Vorbedingung, dass eben Daten interoperabel zugänglich sind und eine entsprechende gesetzliche Grundlage da ist, überhaupt besteht. Und das ist das, was wir tun und das machen wir natürlich zusammen mit dem BAG und da sind auch viele, also DTI ist involviert und die Bundesverwaltung arbeitet hier sehr eng zusammen. Was ich gerne zum Abschluss noch sage ist, ich bin seit 10 Jahren im Bundesamt für Statistik und wenn ich sehe, wie die Zusammenarbeit im Bereich Daten sich in den letzten 2-3 Jahren entwickelt hat, stimmt mich das sehr optimistisch. Das war in den ersten Jahren nicht so. Aber seit eigentlich diese Welle an der Fragen von Digitalisierung und KI da ist,
wird auch immer sehr viel mehr zusammengearbeitet. Es gibt auch viele Vorreiter dieser Bewegung. Es hat da einige Leute auch im Publikum. Ich sehe hier auch andere, die schon sehr früh gesagt haben, dass man in diese Richtung gehen kann. Und ich bin sehr froh, dass wir heute auf diesem Wege sind. Und jetzt bin ich auch offen für Fragen. Herzlichen Dank, Georges-Simon Ulrich, für diesen tollen Input. Ich glaube, eben wir haben ja bei der Transform reden wir eigentlich immer irgendwo durch über Daten schlussendlich. Und ich glaube, da hilft es doch, wenn man doch immer auch wieder mal wieder dieses Grundlagenwissen irgendwo durch auffrischt oder überhaupt erst erhält. Weil ich glaube, manchmal redet man schon zu schnell über die Applikation, ohne eigentlich vielleicht auch den Hintergrund oder die Basis zu kennen. Von daher vielen Dank dafür. Und jetzt nehmen wir gerne noch ein, zwei Fragen entgegen. Alle erschlagen. Ja, gerne. Vielen Dank für die Erwähnung, oder Georges-Simon, wir haben das nicht bei uns, hallo. Einfach aus aktuellem Anlass, oder? Seit etwa 1,5 Jahren ist KI das Schlagwort, Stichwort der Stunde. Sag doch etwas aus Sicht des BFS oder zum Stellenwert von KI, whatever it means. Du hast es lustig gebraucht in deinem Referat, ist mir aufgefallen, oder? Da würde ich noch gerne ein, zwei Sätze zusätzlich hören. Danke. Ja, KI ist eben für einen Statistiker ein sehr schwieriges Wort, weil es eben nicht wirklich klar ist. Die Definition, was KI ist, ist so pauschal, wie wenn halt KI alles ist. Aber selbstverständlich gibt es verschiedene Definitionen, die das schon versuchen einzuschränken. Und ich glaube, das, was wir unter Generative KI verstehen, geht es dann wirklich um ein Produkt zu generieren aus diesen Daten. Und da muss man einfach daran denken, dass die heutigen Produkte meistens aus geschlossenen Systemen kommen. Auch ein ChatGPT ist eigentlich ein geschlossenes System, oder? Und was das Problem aber ist, sobald offene Systeme sind, die historisch gewachsen sind, gibt es eben nichts, das quasi auf alle funktionieren würde, außer man geht eben auf diesem Weg. Und KI ist hat unglaublich viele Facetten. Der infrastrukturelle Teil von KI, der wird ja heute in der DTI auch diskutiert. Man muss aber auch sehen, dass da viele Elemente nicht eine entsprechende Governance dazu da wäre, dass sie das durchsetzen können. Oder sie müssen das auch aushandeln. Sie haben mit dem MBAG jetzt gewisse Grundlagen dazu, aber auch nur auf föderaler Ebene, wie du weißt, mit Ausschluss der kantonalen Ebene. Und in dem Feld operiert man. KI hat natürlich auch andere Aspekte, wie zum Beispiel regulativ, international. Ich bin jetzt gar nicht so wahnsinnig fest darauf eingegangen. Aber da haben wir natürlich ein Vakuum, das schauen muss, dass die Leute, die heute einen gewissen Vorsprung dazu haben, eben das nicht missbrauchen, sondern dass das innerhalb eines Rechtsrahmens, einer Souveränität eines Landes ist. Da ist das Vakuum und das EDA zum Beispiel dran. Aber da spielen wir zum Beispiel auf UNO-Ebene eine sehr zentrale Rolle, weil die ECOSOC, das ist das zweithöchste Gremium der UNO, hat beschlossen, dass die Statistikkommission eben nicht nur für Statistik zuständig sein soll, eben auch für Daten. Und da natürlich das Lernen aus Daten, KI hier mitnehmen. Was wir einfach merken ist, du hast schon Schwierigkeiten auf der Ebene der Datengovernance ein gleiches Verständnis zu kriegen. Da sind wir noch nicht bei der Auswertung oder so. Was mir wichtig scheint mitzunehmen ist, es gibt nicht eine Antwort auf KI. Und es ist auch schon nur ein Problem, die richtige Terminologie. Ich merke das immer wieder, oder? Ich komme quasi aus der empirischen Sozialforschung. Ich verwende diese Terminologie. Wenn man mit Juristen spricht, wenn man mit Techis spricht, die sprechen vom Gleichen mit einer ganz anderen Terminologie. Schon nur das Abgleichen ist schwierig. Und da haben wir jetzt seitens BFS einfach mehrere Vorstöße gemacht im Sinne, dass man Einheitlichkeit hat in der Terminologie. Die Datenwissenschaftsstrategie typischerweise ist ja eigentlich eine KI-Strategie ohne Infrastruktur. Da geht es darum, dass man nur das Gleiche gleich bezeichnet. Oder? Also wir sind in solchen Stufen im Moment. Und darum ist die Antwort auch nicht so einfach. Deswegen hat das Bundesamt für Statistik zusammen mit dem DTI ein KI-Netzwerk gegründet. Die Idee dabei ist, dass verschiedene Kompetenzen da zusammenkommen und man versucht eben differenziertere Bilder dazu zu haben und einfach KI. Oder mein KI, meine Leute sagen mir immer, ich soll dieses Beispiel nicht bringen, aber ein allgemeines Definitionsding ist, wenn ich weiß, wie ich eine Kaffeemaschine anstelle, dann habe ich schon eine KI, ich bin schon Experte. Oder? Und darum scheint mir eine zunehmend differenzierte Sicht dazu sehr, sehr wichtig und eine Vereinheitlichung der Terminologie. Wie lange das geht, kann ich nicht sagen, aber ich würde auch ein bisschen davor warnen, dass man jetzt einfach sagt, es braucht ein KI-Amt oder eine Stelle oder
das wird nicht funktionieren, oder? Weil diese Kompetenzen, die dieses Amt haben müsste, gar nicht existieren. Und es ist noch, und dann höre ich auf, ein dynamischer Prozess. Ich glaube, im BFS die Erfahrung gemacht zu haben, je mehr wir zeigen konnten, was wir mit Verknüpfung machen können, weil wir die AV-Nummer ja verknüpfen dürfen mit anderen Mitteln, je mehr Bedürfnisse sind plötzlich gekommen. Die haben die Leute gesagt, aber ich wusste gar nicht, dass man das kann. Ja, das kann man. Für die Forschung wird das unglaubliche Veränderung bringen, sobald man so ein System zunehmend baut. Weil es wirklich ein Paradigmawechsel in der Art, wie man Forschung macht. Und mit den Algorithmen in KI, ja, hier müssten wir sagen, von welchen sprechen wir, oder wirklich diese Selbststrukturentdeckenden, die werden Möglichkeiten bringen, die man heute nicht denkt. Und deswegen ist es wichtig, dass hier verschiedene Akteure da sind, das gut diskutieren und dann man einen bewussten Entscheid fällt, in welche Richtung zu gehen und dabei gleichzeitig nicht verunmöglichen, dass man experimentiert, nur weil man zu viel Angst davor hat. Ich weiß nicht, ob ich das gut beantwortet habe. Ja. Ich glaube, das waren sehr gute 2, 3 Worte dazu, oder? Vielen herzlichen Dank, Josh Simon-Ulrich, für den Besuch bei uns. Danke auch.